Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Kochen. Mein Name ist Christian Nielsen. Filetieren von Seezungen. Die Seezunge ist ein schöner Plattfisch und kommt bei uns in der Nordsee vor. Als erstes wird die Seezunge gehäutet. Dafür lege ich die Schwanzflosse in heißes Wasser. Die Haut kann man dann mit einem Messer oder mit der Hand einfach lösen. Der Hautfetzen wird mit einem Küchenkrepp festgehalten und die Haut mit etwas Kraft über den ganzen Körper abgezogen. Mit der anderen Seite verfahren wir ebenso. Schwanz in heißes Wasser dippen. Haut abpulen. Und abziehen. Die erste ist fertig. Bei der zweiten könnt ihr nochmal die Schritte sehen. Schwanz in heißem Wasser dippen, Haut abpulen, Crepe nehmen und ratsch die Haut abziehen. Die andere Seite nochmal, dippen, pulen, Crepe. Und abziehen. So, die Seezunge filetieren ist ganz einfach. Wir ertasten das Rückgrat und setzen das Messer dort an. An der Grete entlang schneiden und so das Filet rauslösen. Gegebenenfalls Innereien oder blutige Stellen rausschneiden. Die Seezunge hat 4 Filets und keine Gräten. Wir setzen das Messer am Rücken an und schneiden der Gräte entlang. Unschöne Stellen entfernen. Fisch umdrehen. Und Prozedur wiederholen. Messer ansetzen und an der Grete entlang fahren. Unschöne Stellen entfernen. Und nochmal. Messer am Rücken ansetzen und der Grete entlang fahren. Unschöne Stellen entfernen. Und voilà, die erste Seezunge ist filetiert. Ein Tipp am Rande. Seezungenkarkassen niemals wegschmeißen. Sind meiner Meinung nach die besten für ein Fumet. Blut und allen Schlons entfernen und später klein schneiden. Die zweite Seezunge machen wir ein bisschen schneller.
Fertig, so sehen die Seezungenfilets aus. Hat mein Video euch gefallen? Dann abonniert mich doch einfach.